Sportfreunde. Wieder mal ein neues Video auf Markus Rühl YouTube-Kanal. Ja, und das ist auch mit der Ebene, muss man auch gucken. Wenn man jetzt diese Übung macht, dann sollte man schon ein bisschen gucken, dass zumindest mal Handgelenk und Ellenbogen in einer Ebene sind. Da kann ich wirklich nur vermuten, dass derjenige vielleicht noch nie richtig hart trainiert hat. Ich habe es ja gesagt, wenn ihr jetzt hier so verdreht da seid, dann haben wieder ungünstige Spitzenbelastungen, die sich bilden im Ellenbogen, im Handgelenk. Halt die Wenn ihr jetzt halt so das da macht, also das muss jetzt echt nett sein. Ich will mal eins erzählen, oder was so meine Meinung ist. Es gibt Leute, die können vor der Kamera sprechen, und es gibt Leute, die halten besser die Schnauze. Markus gibt Vollgas, auch wenn seine Arme ein bisschen verdreht sind. Mein lieber Mann, ey. Ich hab keinen Bock drauf, auf die Scheiße. Hockt euch doch ans Gerät und wärmt euch an der Maschine auf. Nicht auf mit so einer schwulen Nudelrolle. Jetzt schon wieder die schwule Nudelrolle. Jetzt habe ich wieder schwul gesagt. Also das ist jetzt zum Beispiel das. Also nochmal, ich respektiere den Markus und ich finde echt großartig, was er alles geleistet hat. Aber mich fuckt das ab, dass er das dann direkt als schwul betitelt. Nein, Güte. Nur weil es in seinen kleinen Bodybuilding-Kosmos nicht reinpasst. Also so, das fuckt mich einfach ab. Ja, freue ich mich. Wirklich, also wirklich fuckt mich ab. Also da kann ich wirklich nur sagen, lächerlich. Falls du keine Ahnung hast über Fasten, hier habe ich sogar ein kleines Buch. Das ist von Professor Karl Asteco, Atlas des menschlichen Fasziensystems. Genau, aber no hate an dieser Stelle, Props gehen raus an Markus Rühl. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde, macht's gut.